Ich erhalte die Glyphe mit ihr die Fähigkeit, unbekannte Welten zu bereisen. Ich lasse den gefallenen Reisenden in Ruhe. Glyphe 1 von 16. Was sind denn das? Die kenne ich noch gar nicht. Sind das Wesen, die ich schon gescannt habe? Ja. Sie sind klein und freundlich und wollten mir in den Popo kriechen. Du sollst mal bei Gelegenheit etwas zähmen und gucken, wie es funktioniert. Ich soll was zähmen? Warte mal, da können wir doch mal gleich hier was Kleines nehmen. Wo waren die denn jetzt, die kleinen Viecher? Die sind doch hier gerade eben noch rumgelaufen. Ja, die haben mich gesehen und haben gesagt, lauf, bevor er uns zähmt. Nein, hier sind sie, ich hab sie. Kommt her, ihr kleine Arschkriecher. So, Moment. Füttern. Oh, die muss man mit Nitritstaub füttern. Da, jetzt lacht es mich an. Es hat einen Smiley und jetzt sucht es für mich hoffentlich tolle Sachen. Such. Ah, da kommt das Große, das will auch was. Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Ich habe damals auch so ein kleines Viech gezähmt. Hab mich voll drüber gefreut. Das Viech rennt los, findet was, wird von einem anderen großen Viech gefressen. Ja, so ähnlich kann das tatsächlich laufen hier. Ja, es hat was ausgekackt. Was ist das? Moment. Ein Koprit-Kristall. Oh, sogar gar nicht mal so wenig. Ich weiß, dass das früher nicht so große Mengen waren. 18 Stück Koprit-Kristalle hat es mir gegeben. Lohnt sich also da durchaus auch mal was reinzustecken hier, Feenstaub und so. Deswegen baue ich hier direkt mal... Ah, was? Nicht identifiziert? Moment, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das scannen wir mal direkt hier. Oh, dann holen wir uns mal Feenstaub. Oh, das, mein Vieh rennt irgendwo hin. Das heißt, es hat irgendwas gefunden, glaube ich. Oder es rennt vor mir weg, weil es mich hässlich findet. Das kann auch sein, bei meinem Aussehen. Warte, dickes Tier. Lauf nicht weg. Und du was gefunden? Hm? Also, Moment, ich muss den nochmal füttern, sehe ich gerade. Jetzt hat er einen Smiley. Such. Such Dinge. Finde Dinge. Gib mir Dinge. Wundervolle Dinge. Zeige mir Dinge. Boah, ich habe hier eine ganze Armee von Viechern. Ey, jetzt stellt euch mal vor, die würden alle einen Smiley haben. Dann wäre ich ganz schnell ganz wahnsinnig reich, glaube ich. Aber mitnehmen kann man die halt nicht, ne? Also das Zähmensystem ist halt sehr rudimentär. Es hat gekackt! Und Koprit-Kristall. Schieb mich nicht weg. Na, wie viele? Wie viele? Wie viele? Okay, die großen... finden jetzt nicht unbedingt mehr als die Kleinen. Dafür, dass ich den jetzt zweimal füttern musste, ist es natürlich ein bisschen... Dann lieber die Kleinen füttern als die Großen. Man darf die Kleinen eben doch nicht unterschätzen. Wie lange bleibt das jetzt auf dem Tier, ist die Frage. Ich glaube, das hört auch irgendwann auf, wenn man die nicht nochmal füttert zwischendurch. Also, das hat sich, glaube ich, nicht wirklich großartig verändert. Was ist das eigentlich? Kohlenstoff und Mordit. Ich baue das einfach mal ab. Beschädigter Container. Will ich den wirklich durchsuchen? Aufmachen? Das ist wieder ein Wissensstein. Nichts gefunden. Ein Wissensschwein? Mhm. Und so ein Technologieding war ja auch. Was ich jetzt hier noch gar nicht gefunden habe, ist Uran, ne? Das soll doch hier das eigentlich... Das habe ich gefunden, tatsächlich. Wie sieht denn das aus? Auf was muss ich denn da achten? Was testen? C+, das ist verdichteter Kohlenstoff, oder? Ja, ah, das kann ich nicht abbauen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin da unten so ein Technologieding ausgebuddelt und dann habe ich einfach Uran bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie genau. Hast du das vielleicht einfach beim Graben in der Erde bekommen? Ganz genau. Moment, warte, dann probieren wir das doch mal. Vielleicht kriegt man das einfach so, wenn man hier buddelt. Ich hab bitte gelernt. Ja, das habe ich auch gelernt. Kann das sein, dass du die Reihenfolge, dass die Reihenfolge immer gleich ist, in der man die Sachen lernt? Die Wörter? Sieht fast so aus, oder? Ich habe noch keinen Uran bekommen, obwohl ich hier mir einen Wolf grabe. Aber Phosphor habe ich gekriegt. Wie habe ich das denn gekriegt? Hier drüben hatte ich es geholt. Hier ist wieder Kobalt. Okay. Kobalt. Okay. Wo, da drüben, ja, wo du markiert hast.
hier, wo ich gerade bin, ist Kobalt. Ich suche gerade... Nee, ich meine das Uran, wo du das hast. Das suche ich gerade wieder. War doch weiter hier unten. Mein Bildschirm ist eklig gelb. Was, dein Bildschirm ist eklig gelb? Ja, der Bildschirmrand hier. Oh Gott, da ist ja ein Vieh. Das habe ich noch nicht gescannt. Ah doch, du hast es gescannt, okay. Ah, guck mal, wenn du das schon gescannt hast, kann ich es nicht nochmal scannen. Das heißt, wir können hier nicht irgendwie Geld farmen, indem wir einfach doppelt scannen. Das geht nicht. Ja. Ich konnte es jetzt nicht scannen. Die Tierchen hier überall, die konnte ich auf jeden Fall auch gerade scannen. Also ich konnte es jetzt nicht, in dem Moment, wo das bei dir grün wurde, aua. Was war das denn? Oh Gott. In dem Moment, wo das bei dir grün wurde, hat es bei mir auch auf grün geschaltet, obwohl ich noch nicht fertig war mit dem Scannen. Hier ist irgendwas. Was ist denn das? Ich muss Natrium finden. Kobalt. Mitnehmen. Strahlungsschutz nimmt ab. Lal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 a. Ah, nicht reinfallen. Achso, ich muss auch aufladen, mein Zeug. Warte mal. Einmal da. Und einmal da. Nee, Moment, ist der falsche. So, jetzt. Hahaha. Ja, ja, ja. Wunderbar. Haha. Okay. Machen wir mal das noch kaputt hier. Feenstaub. Wir brauchen mehr Feenstaub. Wir brauchen auch Uran. Müssen wir herausfinden, was hier jetzt Uran ist. Tja, das ist jetzt die große Frage. Was ist Uran? Ich meine, du hast es ja schon immerhin schon mal abgebaut. Ich habe es noch nicht einmal gefunden. Ein bisschen, ne? Ich habe keine Ahnung. Aua, diese blöden Pflanzen hier. Ach, hier ist so ein komischer, ne? Kartendings. Kartendings? Speichern und kartieren. Ah, okay. Ja, das ist gut. Das kannst du aber machen. Das speichert das Spiel. Sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Habe ich lange nicht mehr gemacht hier. Fällt mir mal gerade so auf. Was? Ach, Ferritstaub. Hier ist nochmal Natrium. Ich hab Salz gefunden. Wunderbar. Die Viecher habe ich auch alle schon gescannt. Mutantenpflanze. Summendes Ei. Summendes Ei. Hier gibt es ganz viele summende Eier. Bin ich hier in einem Nest gelandet oder was? Hey, aber warte mal. Das ist unter mir, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich mal wirklich nach unten graben, tatsächlich. Kupfer. Kupfer. Technologie. Kobalt. Unbekanntes Grab. Das markiere ich mir jetzt mal. Ich laufe da jetzt mal hin. 600 Meter. Oh scheiße, ich muss meinen Gefahrenschutz auffüllen hier wieder. Fast hätte ich es nicht gemacht. Fast hätte ich es verpennt. Ich laufe jetzt zu dem Grab. Dann rufe ich mein Raumschiff und dann hauen wir hier wieder ab, wenn wir kein Uran gefunden haben. Ja, irgendwo muss es das hier geben. Es kann natürlich auch sein, dass wir das erst mit besserem Laser abbauen können, ne? Das müssen wir jetzt natürlich auch bedenken. Dass es vielleicht mit unseren Abbautechniken zu tun hat, dass wir es noch nicht machen können. Hier ist eine Höhle. Wo hab ich es denn her? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es so ein Zufallsding, dass du das manchmal halt einfach kriegst. Weißt du? Also das ist bei manchen Abbauaktionen... Scheiße, jetzt hat mich hier so eine Pflanze gehauen. Dass du es einfach bei manchen Abbauaktionen bekommst. Jawohl, 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 jawohl. Vergrabenes Technologiemodul. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Das ist nicht weit weg. Und dann gehen wir von da zum unbekannten Grab, weil da gibt es, glaube ich, richtig viele Buchstaben und Wörter. Buchstabensuppe. Du bist schon da beim Graben, oder? Hab's auch markiert. Stimmt. Du siehst so putzig aus. In der Umgebung würde man dich fast gar nicht erkennen, ey. Ohne Witz. Wenn du still stehen bleibst, dann passt du dich der Umgebung komplett an mit diesen ganzen komischen Ranken und so. Und auch mit deiner grünen Farbe. Nanithaufen. Nanithaufen sind drin. Na nett. Sehr nett. Hier steht Uran bei. Was? Wo? Bei den Pilzen? Nee, diese... Das habe ich ja noch gar nicht analysiert. Diese Knubbel hier, die da stehen? Auch nicht. Such gerade noch so einen. Hier, die zum Beispiel. Welche, wo, was? Sowas hier.
Da steht für Riedstaub und Uran. Ah, stimmt, du hast recht. Ja, oh, da Moment. Gibt's Uran. Ein bisschen. Ich kann. Ach so, ich muss. Anderer Dings. Wofür brauchten wir nochmal Uran? Naja, zum Beispiel als Treibstoff für unser Fahrzeug. Unser. Ne? Raumschiff. Ah, ja. Das müssen wir nicht extra noch verarbeiten irgendwie. Und ich glaube, das lädt dann auch mehr auf, weil es wahrscheinlich das seltenere Element ist. Haha, Salz. Und Uran. Ich habe nur 6 Einheiten Uran bis jetzt. Das ist ja... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, kann ich da noch sagen. Ja, ich habe 40. Haha. Ich habe Frage gestellt, die niemand gestellt hatte. Es war einfach. Die Wächter. Was sind die Wächter? Woher kommen sie? Meine Lebensaufgabe ist die Suche nach zurückgelassenen Protokollen, Aufzeichnungen über Welten. Das Grab des gefallenen Reisenden ist mit einer Glyphe markiert, mit irgendeiner Grabinschrift einer uralten Technologie. Glyphe extrahieren. Ich erhalte die Glyphe mit ihrer. Mit ihr die Fähigkeit, unbekannte Welten zu bereisen. Ich lasse den gefallenen Reisenden in Ruhe. Glyphe 1 von 16. Was sind denn das? Die kenne ich noch gar nicht. Was sind denn die Glyphen? Ja, auch nicht. Was ist denn das? Okay, aber das ist schon mal gut, dass wir das gefunden haben, ehrlich Kann gesagt. Kann damit nichts tun? Wahrscheinlich, weil ich es schon getan habe. Dann müssen wir das wahrscheinlich... Muss jeder von uns das selber machen. Aber quasi. Es wird mir angezeigt, tatsächlich. Hier ist ein Hirnkürbis, hätte ich beinahe gesagt. Höhlenkürbis. Kürbisknolle. Kann man vielleicht auch irgendwann anbauen. Es gibt ja auch hier landwirtschaftliche Gegenstände, die man bauen kann. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt ja relativ weit ab vom Schuss hier. Könnten wir jetzt hier unser Raumschiff rufen? Probier das jetzt mal. Oder ist es zu weit weg? Nee, das passt. Guck mal. Ich ruf das jetzt hierher. Ich habe keine Lust, da wieder hinzulaufen. Flupp. Okay, wir brauchen... Wollen wir jetzt noch weiter Uran farmen? Oder wollen wir uns dann so langsam... Gamma-Wurzel. Flickmadarum. Das könnte man auch sehr merkwürdig interpretieren, diesen Namen. Tent. Ich sollte vielleicht mal schnell in mein Raumschiff steigen, dann lade ich meinen Gefahrenschutz wieder auf. Geh mal dein Natrium pflücken. Du kannst auch einfach dein Schiff rufen und dich dann reinsetzen, ne? Da lädt es auch auf. Willst das aber für später mitnehmen? Das ist natürlich auch gut. Raumschiff, Start, Treibstoff. Ah, genau, da können wir auch gleich nochmal hingehen. Ich muss aber schnell nochmal eine Startdüse machen. Oh Gott, ich bin ja voll scheiße. Ich zerlege jetzt mal hier das gerostete Metall hier. Warte mal. So. Ich glaube, wir müssen demnächst echt mal irgendwie gucken, dass wir uns mal wieder leer machen. Dass wir irgendwie mal zur Base zurückfliegen oder so, keine Ahnung. Wo ist die Base? Also diese Station, die du gesehen hast? Da hinten. Da, wo markiert ist. Da, wo dein Name steht. Das auch. Jeder Planet mit Stargate hat seine eigene Glyphenadresse. Sind wir hier gerade bei Stargate jetzt gelandet? Da links ist eine Höhle. Den ersten Stargate-Film fand ich ja echt cool, aber die Serie habe ich früher tatsächlich nie wirklich gesehen. Da habe ich nur die erste Folge mal gesehen gehabt und danach nie wieder. Hier drin gibt es Gesundheit und Nanithaufen. Ja, Haufen. Ich mag Haufen. Eine Sprachdatenbank. Oh, das ist auch gut. Wort lernen. Will auch was lernen. Bin auch schlau. Will auch klug sein. Wenn mir einfach durch die verschlossene Tür gegangen bist. Echt? ich kann das nicht benutzen hier. Was ist denn? Das ist bei mir rot. Ist es rot? Ja, war das bei dir auch rot, nachdem du es benutzt hast, zufällig? Ja. Dann können wir das in den Basen anscheinend immer nur jeweils einmal benutzen. Seltsam. Merkwürdig. Hier sind Mutantenpflanzen. Mutterpflanzen.
Oh, ah ja, warte mal. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gescannt hier. Mutantenpflanze. Ziel erreicht. Radon. Kann man da drauf schießen? Ja, ich schieße jetzt einfach mal da drauf. Da gibt's Radon, wenn Warum wir die rollt kaputt es machen. Weg? Weiß ich nicht. Vielleicht will es uns überrollen. Es gibt auf jeden Fall Radon, wenn wir es kaputt machen. Da ist guter Radon teuer. Hey, warte mal, hier kann man speicheln. Oh, das sind summende Eier. Ungenähte Hängekrater. Da ist ein unbekanntes Grab. Lasst es uns plündern. Ne, Moment mal, das. Da waren wir gerade gewesen, oder? Das ist eine Höhle. Ja, stimmt, da kommen wir gerade her. Der Felsen hier sieht aber auch geil aus. Okay, aber ich würde sagen, wir moven jetzt trotzdem mal so ein bisschen in den Weltraum wieder. Weil ich meine, wir können natürlich jeden Planeten auch auf 100% erkunden. Das geht theoretisch. Die Frage ist nur, wie sinnhaftig ist das, ne? Ja, das stimmt. Klar, wir würden dann natürlich auch Geldboni kriegen und wären dann die Tollsten irgendwie, wenn wir das prozedurale Universum komplett erkunden. Aber ja, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Sache, ne? Dann verbringen wir halt Stunden auf einem einzigen Planeten und sehen eigentlich nichts anderes. Ich nehme gerade ganz viel Kupfer mit. Ja, das ist gut. Ich setze mich schon mal in mein Schiff. So, muss ich noch irgendwas aufladen? Kann ich noch irgendwas aufladen? Glaub nicht. Glaub, das war's soweit erstmal. Meine Lebenserhaltung kann ich nochmal auffüllen. Da habe ich jetzt einfach mal den Sauerstofftank genommen dafür. Und sonst... Natrium habe ich jetzt ganz viel. So, ich sitze jetzt auch mal im Raumschiff. Sehr gut, du sitzt auch in deinem Raumschiff. Dann lass uns mal abheben. Alles mal hier aufladen. Was ich mich jetzt auch frage, ist, ob jetzt der Tag-Nacht-Rhythmus von den Planeten auch tatsächlich abhängig davon ist, an welcher Stelle die sich in dem Planetensystem befinden oder ob das immer noch so fake ist wie früher. Da war das ja alles mehr so gefaked mit den Planetenumlaufbahnen und so. Hm. Oh, guck mal, wir haben hier auch noch neue Planeten, die wir noch scannen können in dem System. Unbekannter Planet, ich scanne einfach mal. Solanium, Salz, Phosphor und Kupfer. Gumiart Chiraki. Der hat auch zwei Monde. Teriyaki? Teriyaki, genau. Anscheinend hat er auch zwei Monde, die ich aber noch nicht sehen kann. Kann ich noch nicht erreichen. Ich fliege jetzt, glaube ich, auch direkt nochmal zur Handelsstation. Und werde nochmal ein bisschen was verkaufen. Das klingt nach einer guten Idee. Flüchtiges Kampfschiff, weitgehend ungefährlich. Kopfgeld 100.000, hat er mir gerade gesagt. Ich glaube, weitgehend ungefährlich heißt so ziemlich für uns, dass es so ziemlich weitgehend tödlich ist für uns. Insbesondere, wenn man weiß, wie gut wir hier steuern können und so. Ja. Viel Geld bekommt man jetzt nicht mehr, finde ich, schreibt hier jemand. Ich habe Glück gehabt und meinen vorherigen Speicherstand mit 3 Millionen und meinem 30 Transporter Raumschiff, okay? Ja. Ja. Ich finde, man kriegt immer noch relativ viel irgendwie. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig den Vergleich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel man jetzt kriegt. Also wie man früher gekriegt hat vor allem, das habe ich nicht mehr so im Kopf. Da muss man sich ja auch eigentlich nur meine Folgen angucken, dann sieht man das. Also, da sieht man, dass ich meine Folgen nicht nochmal angucke. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Also, ich finde, es geht noch. Es soll ja auch nicht alles zu schnell gehen irgendwie. Spinnende Raumstation. Aussteigen. Aussteigen. Aha. Wieder Hörstellungspunkt gespeichert. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich eigentlich von hier dann auch auf mein Raumschiff-Inventar zugreifen, wenn ich was verkaufe? Ich glaube ja, ne, das ging. Ich gehe wieder hier die Rollstuhlrampe. Vielleicht können wir hier auch neue Wörter lernen. Das ist ja auch immer so eine Sache.
Reisender, er spricht mich mit Reisender an. Die elektronische Lebensform schaut mich interessiert an. Die Lichter in ihrem Gesicht ziehen sich zusammen und sie starrt tief in mein Helmvisier. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass unzählige analytische Systeme jede meiner Bewegungen untersuchen. Um Hilfe mit dem Korvax-Dialekt bitten, das kann man immer mal machen. Ich habe das Korvax-Wort für hoch gelernt. Ist ja die Höhe. Physiker-Entität, genau. Als ich mich dem Korvax nähere, bemerke ich ein kleines Gerät in seinen Händen. Er zeigt damit diskret, aber eindeutig auf mich. Die blinkenden Lichter und Sensoren wandern auf meinem Anzug auf und ab. Sich dem Scan hingeben. Der Korvax schließt seine Arbeit ab. Er sieht sich die Daten an. Sie scheinen ihm zu gefallen. Ja, okay. Danke, dass er mir jetzt da nichts gegeben hat dafür, dass er mich gescannt hat. Wissenschaftler-Entität. Der Korvax wartet und baut mit seinen Fingergelenken auseinander und wieder zusammen. Er scheint entspannt und in diese Ablenkung versunken zu sein. Genau beobachten. Je länger ich zusehe, desto schneller scheint der Korvax zu arbeiten. Er ist so schnell, dass alles verschwimmt. Diese Art der Fingerfertigkeit scheint einen innigen, wenn auch nur kurzen Frieden in mir auszulösen. Okay, das bringt irgendwie alles nichts. Diese Interaktionen bringen nichts. Ich hab schon zwei neue Wörter gelernt. Hä? Ich frag sie, ob sie mir helfen wollen. Die lassen mich nicht fragen. Die machen gar nichts. Die sind doof. Du musst denen aber auch meist dafür irgendwas zahlen, ne? Ja, ich habe ja was, was ich zahlen kann. So ist es ja nicht. Aber die wollen ja nichts. Ja, die wollen Kupfer zum Beispiel haben für die Korvax-Wörter. Ich habe ganz viel Kupfer dabei. Hm. Ich will aber gerade auch irgendwie nichts verkaufen, weil ich merke gerade, die Sachen, die ich dabei habe, die könnte man, das sind alles Elemente, die könnte man irgendwann nochmal gebrauchen zum Craften und so. Ja. Ich verkaufe das mal nicht. Ich habe noch so komische Blumen und so. Code-Entität. Korvax-Konvergenz, Reisender. Es scheint, als würden sie eine Vielzahl von Prozessoren. Um Hilfe mit dem Korvax-Dialekt bitten. Jetzt habe ich auch noch ein neues Wort gelernt. Zeit. Verängstigt habe ich auch noch gelernt. Wo hast du das noch gelernt? Bei wem bist du? Ich war jetzt bei der Betriebsentität und bei dem da hinten. Hier. Ich glaube bei ihm. Bei dem. Ich glaube er hier. Bei dem habe ich. Bei dem habe ich gerade schon eins gelernt. Dann der andere war. Der gelbe hier? Einer von den beiden. Ja, okay. Ich hab 10 Aliens getroffen. Ich geh mal auf die andere Seite rüber. Ich habe das Wort für verängstigt gelernt, wie er anfängt zu tanzen. Stimmt, auf der anderen Seite gibt's ja auch noch welche.